Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video habe ich ein paar schnelle Pizzaschmandbrötchen für euch. Die müsst ihr echt mal testen, meine Kinder sind verrückt danach und ihr könnt die variieren, wie ihr wollt. Ich habe jetzt diese Zutaten hier verwendet. Ihr könnt natürlich auch den Schinken durch Salami oder was euch lieb ist ersetzen, das ist ganz euch überlassen. Ich schneide als erstes den Schinken, die Paprika und die Tomaten in kleine Stücke und gebe die in eine Schüssel. Jetzt kommt Schmand und der geriebene Käse dazu und an Gewürzen hatte ich jetzt Paprika, Oregano, Basilikum, Salz und Pfeffer. Da könnt ihr aber natürlich auch selber gucken, was euch besser schmeckt. Ich habe auch zwischendurch mal abgeschmeckt und noch was nachgesalzen, deswegen habe ich hier keine Angabe gemacht. Da gebt ihr ja so viel rein, wie ihr mögt. Das Ganze könnt ihr jetzt mit einem Löffel umrühren oder so wie ich hier mit den Händen. Das geht natürlich dann einfacher. Als nächstes habe ich Baguettebrötchen, Entschuldigung, mir besorgt. Die schneide ich einmal schön auf. Achtet darauf, dass ihr gerade schneidet, weil die eine Seite sonst schief wird und euch der Belag runterläuft. Da könnt ihr, so wie ich, von der anderen Seite noch ein bisschen absäbeln, dass das einfach nicht passiert. Ihr könnt natürlich auch kleinere Brötchen nehmen, wenn ihr diese hier nicht findet oder nicht da habt. Könnt ihr natürlich kleinere nehmen, dann braucht ihr natürlich dementsprechend mehr. Meine Brötchen habe ich jetzt halbiert und schmiere die mit etwas Ketchup ein. Und mit Hilfe von zwei Gabeln könnt ihr jetzt super die Masse auf die Brötchen drücken. Hier seht ihr das Endergebnis. Hier und da ist was runtergelaufen, das war aber nicht weiter schlimm. Achtet halt nur darauf, dass ihr nicht zu viel von der Masse aufs Brötchen schmiert. Probiert die auf jeden Fall mal aus, meine Kinder lieben die. Bei uns gibt es die oft an Geburtstagen, weil man kann die Masse super vorbereiten einen Tag vorher. Und am selben Tag morgens mache ich meistens dann die Brötchen und wenn es dann soweit ist, schiebe ich die nur noch in den Ofen. Ja, ich hoffe, euch hat mein heutiges Video gefallen. Ich weiß, bei dem Wetter ist ein bisschen heiß, da will man den Backofen nicht anmachen, aber es kommen ja noch kühlere Tage. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche, genießt das Wetter und bis nächstes Mal. Tschüss!